Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe ein neues Video gefunden, wo es um das Thema Spielsucht geht. Wie ihr wisst, ich bin selbst ein Betroffener, habe 10 Jahre meines Lebens selber exzessiv gezockt, war selber 10 Wochen in einer stationären Therapie und ja, das war auch der Grund, warum ich mit YouTube angefangen hatte vor 2 Jahren. Habe ein erfolgreiches Video dazu gemacht mit aktuell 42.000 Aufrufe, alles verzockt. Hieß dieses und ich werde euch das in der Beschreibung auch nochmal verlinken. Und umso mehr freut es mich, dass ich jetzt hier ein Video gefunden habe von der ARD, auf das ich reacten möchte. Da geht es um die Spielsucht und ja, schauen wir doch einfach mal, was in den 6 Minuten und 29 Sekunden dort erzählt wird und was es Neues gibt. Ich bin gespannt. Der will doch nur werben, der Basti Schweinsteiger. Sicher so harmlos könnte man die Nebentätigkeit eines WM-Helden abtun, aber so harmlos sind sie nicht, die Automaten in Spielhallen, für die der Herr Schweinsteiger mit festem Blick hier wirbt. In diesen Spielhallen hat sich schon so mancher Spielsüchtiger in die Schuldenfalle gezockt. Kein Zweifel, es lohnt sich, das Geschäft mit den Hightech-Spielkameraden. 30 Milliarden Euro Umsatz wurden 2016 mit Geldautomaten erzielt. Also erstmal, ja klar, dass der Sprecher vom ARD da natürlich auf den Schweinsteiger zeigt, aber trifft ihm jetzt wirklich irgendwie die Schuld? Er positioniert da, ihn kennt man als Fußballer und wenn man jetzt sein Gesicht benutzt und daneben einfach schreibt, Zocken ist cool. Also ich, aus meiner Erfahrung, auch wenn ich früher den Oliver Kahn immer auf irgendwelchen Plakaten gesehen habe, der dann für irgendwelche Sportwetten geworben hat, das ist mir doch scheißegal. Also wenn ich zocken will, dann gehe ich zocken und nicht, weil der Olli da auf dem Plakat hängt. Und oftmals werben halt Fußballer. Ich meine, auch Lothar Matthäus habe ich dort schon mal gesehen gehabt auf einem Plakat für Sportwetten und kann auch sein, dass dieser Zusammenhang jetzt aus dem Content gegriffen ist. Ich weiß es nicht. Also, dass der Schweinsteiger für Sportwetten wirbt und die das jetzt auf die Spielhallen oder auf die Spielautomaten einfach, ja, übergreifend nehmen. Es ist ähnlich, Sportwetten und Spielautomaten, aber dann doch wieder der Unterschied. In meinen Augen. Wenn jetzt ein Sportler dazu benutzt wird, um Werbung für Spielautomaten zu machen, hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Also Sportler für Sportwetten zu nehmen, okay, das ergibt Sinn, aber jetzt den Schweinsteiger dazu zu verurteilen, ich habe wie gesagt noch gar nicht selbst recherchiert, ist mir auch egal, ob er wirklich für Spielautomaten jetzt Werbung gemacht hat, aber es sei ihm gegönnt, er kriegt dadurch Kohle und er spielt ja selber aktiv gar keinen Fußball mehr und von daher muss man einfach noch gucken, dass man ein bisschen noch seinen Hype, den man sich aufgebaut hat, die Angebote, die reinkommen, auswerten und dann einfach noch das mitnehmen, was man jetzt halt mitnehmen kann. Das hört sich jetzt alles so an, so, oh, der hat es doch gar nicht nötig, hat er auch nicht, meines Erachtens. Aber wenn er das für lukrativ sieht und das scheint ja lukrativ gewesen zu sein, ey, ne, gib dem Schweine nicht die Schuld dafür. Muss sich jeder selber an die Nase fassen. Die allermeisten davon stehen, wie gesagt, in Spielhallen. Und genau da hat sich Nick Schader mal umgesehen. Eine Spielhalle irgendwo in Deutschland. Schon am Vormittag sitzen etliche Spieler vor den Automaten. Wir drehen mit versteckter Kamera und beobachten, wie die Spieler stundenlang Schein um Schein in die Geräte schieben. Richtig lustig, so richtige Tatortstimmung mit dieser Musik, mit diesem skeptischen Sprecher und ja. Also wenn diese Musik nicht da jetzt wäre und wenn jetzt nicht dieser Sprecher so mit dieser Artikulation das als Drama darstellt, ja, so sieht das halt in einer Spielhalle aus. Das möchte ich auch jetzt nicht schönreden oder so, aber so sieht es halt aus. Ja. Und da sitzt man halt, dann trinkt man seinen Kaffee und dann zockt man da halt. Ne? Zum Teil an mehreren Automaten gleichzeitig. Ist das noch Spaß oder ist das schon Sucht? Für sie ist es zur Sucht geworden. Die Mitglieder einer Spielsuchtgruppe in der Badischen Kraichtal-Klinik. Also ich bin davon überzeugt, dass 75 bis 80% der Leute, die regelmäßig in die Spielhalle gehen, süchtig sind. Und von diesen 75 bis 80%
die wenigsten sich wirklich Hilfe suchen, sondern dass erst wirklich ernst genommen wird. Wie gesagt, bei mir hat es 10 Jahre gedauert, bei anderen dauert es noch länger und einige suchen sich auch die ganze Zeit keine Hilfe, weil sie sich selbst gar nicht als süchtig bezeichnen möchten, weil das wäre eine Schwäche. Und viele Menschen, die ins Spielcasino gehen und spielsüchtig werden, haben eben ein Ego-Problem, weil man mit den Spielautomaten nichts anderes probiert, als Emotionen und Gefühle runterzudrücken. Denn man kann auf den Spielautomaten, das habe ich selbst gemacht, man kann diese Spielautomaten emotional zu etwas machen, eine emotionale Bindung zu einem Spielautomaten aufbauen, denn dieser Spielautomat, ich schmeiße immer wieder das Geld rein und dieser Spielautomat entscheidet, ob ich glücklich sein darf oder unglücklich sein darf. Ich kann da nicht wirklich was Großartiges beeinflussen, denke das aber, dass ich da quasi mit gewissen Tastenkombinationen auf die 140er Leiter drücken kann oder ich dann die Spiele wechseln oder die Einsätze wechseln. Ich denke wirklich, dass ich da etwas beeinflussen kann, kann ich aber nicht. Letztendlich entscheidet der Automat und dementsprechend ist es auch ein gewisser Nervenkitzel, weil man mit realem Geld spielt. Und da geht es dann halt ja anders als Wasting Time in PC-Spielen, wo man einfach nur ja, seine Zeit verschwendet, geht es da wirklich um reales Geld. Wobei man bei den ganzen aktuellen PC-Spielen ja auch für reales Geld Skins kaufen kann oder irgendwie besondere Eigenschaften. Es ist verrückt, also dieser Markt wird immer größer und immer intelligenter und alle wollen letztendlich an dein reales Geld. Extrem hohe Spielschulden, zerstörte Familien und Selbstmordversuche. Das hat auch Nihat erlebt. Er hat in 17 Jahren über 200.000 Euro in Spielhallen verzockt. Also ich habe in 10 Jahren 50.000 Euro verzockt, Pi mal Daumen. Ich musste da rein, ja. Das hat mich gezogen, das war wie so ein Magnet, ja. Und das ist sehr schlimm, also ich bereue es auch zutiefst. Ich schäme mich für meine ganzen Taten, dass ich meine Familie belogen habe, Freunde, Verwandte, letztendlich auch meine Ehefrau, ja. Ja, und bin halt in einem Loch gelandet, sage ich jetzt mal. Und wollte mir im August auch das Leben nehmen, ja. Das Prinzip ist immer das gleiche. Der Spieler setzt am Automaten Geld ein. Und wenn eine bestimmte Kombination an Symbolen stehen bleibt, hat er gewonnen. Aber das ist die Ausnahme. Denn im letzten Jahr wurden an deutschen Automaten rund 7 Milliarden Euro verloren. So viel wie noch nie. In Deutschland gelten mehr als 400.000 Menschen als Problemspieler oder Süchtige. Das kommt einem aber selbst, wenn man in der Spielhalle sitzt, gar nicht so vor. Klar wissen die Spieler sind ja nicht dumm. Also die Spieler wissen schon, dass die Spielhalle durch die Automaten, durch das ganze Ambiente Umsatz machen muss für die Mitarbeiter, für die Automaten, für das kostenlose Trinken, Servieren etc. pp. Und dementsprechend auch noch eine Spielsteuer bezahlen muss. Und dass dieses Geld ja automatisch vom Automaten gar nicht in diesen Austausch gelangt, sondern das letztendlich sowieso schon abgerechnet wird. Das heißt, wenn man da Geld reinschmeißt, weiß, dass die Wahrscheinlichkeit unter diesen ganzen Sachen, die noch abgezogen werden, mit Gewinn daraus zu gehen, nochmal prozentuell geringer sind. Trotz alledem wird man ja spielsüchtig, weil man schon mal gewonnen hat. Und mit gewonnen meine ich, wenn du 50 Euro einsetzt und dann 300 Euro da rausholst, was wirklich vorkommt, dann ist das für dich ein Gewinn. Dass du dann natürlich denkst, wenn du dann zu Hause bist mit diesem Geld und dich dann freust und denkst, wow, geil, 300 Euro so leicht verdient und so cool. Oftmals dann das Geld, was du gewonnen hast, wieder da reinballerst, weil du natürlich denkst, cool, das ging relativ schnell, das schaffe ich jetzt nochmal. Vielleicht dann sogar nochmal gewinnst, aber irgendwann zieht letztendlich auf die Dauer heraus, wie schon gesagt, weil diese ganzen Kosten ja automatisch abgezogen werden müssen, ist man als Spieler immer der Gearschte. Das Problem allerdings ist, dass dein Kopf diese ganzen Glücksmomente speichert und diese ganzen Momente, wo du verloren hast, verdrängt. Und das ist dann einfach dieser Teufelskreis, in dem du dich emotional befindest und da schwer rauskommst.
weil dein Kopf dir immer wieder sagt, du hast doch schon gewonnen. Und dann versuchst du quasi mit Englein Teuflein auf deinen Schultern mit dir selbst zu kommunizieren. Dann sagt das Englein, ja, aber das ist unmöglich, dass du da auf Langzeit gesehen gewinnen kannst, weil die ja noch diese ganzen Kosten abrechnen müssen. Und dann sagt dein Teufel wieder, ja, aber du hast doch schon gewonnen. Und dann kriegst du wieder diesen Déjà-vu-Flashback-Moment vor deinem geistigen Auge gezeigt. Und oftmals ist es so, dass man dann halt dem eher glaubt oder dem dann nachgeht, weil man jetzt ja quasi wieder gewinnen will. Man will dieses Gefühl haben, man will das Geld wieder haben und dann läufst du wieder in die Spielhalle. Auch wenn man es theoretisch gesehen besser wissen müsste, praktisch gesehen, durch diese Emotionen, die dich an das Spielen binden, bist du am Arsch. Deshalb hat der Bundesrat neue Regelungen verabschiedet, um das Suchtpotenzial zu verringern. Jetzt bin ich aber gespannt. Den Automatenherstellern vertraut man offenbar nicht. Im Bundesratsbeschluss heißt es: Klare Regelungen sind hier unumgänglich. Die Vergangenheit zeigt, dass die Anbieter nichts unversucht lassen, Regelungen zu umgehen. Ja, ist doch normal. Das ist ja in jedem Bereich so. In der neuen Spielverordnung heißt es daher ganz klar: Ein Spiel soll mindestens 5 Sekunden dauern und die Automatiktaste wird verboten. Okay. Durch diese Taste wird das Spiel sehr schnell, weil es immer wieder automatisch neu gestartet wird. Suchtexperten halten genau das für sehr gefährlich. Seit kurzem stehen die neuen Automaten in den Spielhallen. Wir schauen sie uns genauer an. Die Taste Automatikstart gibt es zwar nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt den Superstart. Es ist so geil. Mit exakt der gleichen Funktion. Klasse. Und ein Spiel dauert auch nicht 5 Sekunden, sondern nur rund eine. Wie kann es sein, dass hier klare Vorgaben scheinbar nicht umgesetzt wurden? Beim Automatenhersteller Gauselmann ist man zu einem Interview bereit. Okay. Firmensprecher Mario Hoffmeister zeigt uns eines der neuen Geräte. An diesem könne man nur noch maximal 60 Euro pro Stunde verlieren, wie vom Gesetzgeber gefordert. Aber er bestreitet nicht, dass es einen Autostart weiterhin gibt und dass das Spiel immer noch sehr schnell ist. Hat nur mit dem Unterhaltungsbereich. Trotzdem seien alle Vorgaben erfüllt. Die überraschende Erklärung? Das, was jeder Spieler wohl nur als Bezahlvorgang wahrnimmt, das ist laut Industrie jetzt das eigentliche Spiel. Also die Umbuchung des Geldes in Spielpunkte und wieder zurück. Dagegen sei das Spiel mit den Walzen, das Spieler süchtig machen kann, reine Unterhaltung. Also das ist so dermaßen schlecht und dass es trotzdem so umgesetzt wird und diese neuen Automaten mit diesen neuen Richtlinien, trotz alledem, wo es ja total offensichtlich ist, dass hier wieder jeder jeden verarscht, dass es einfach akzeptiert wird und dann einfach gesagt wird, ja, dann ist das halt so. Also es wird jetzt argumentiert, dass das Spiel an sich, wo man das Geld verliert, gar nicht das Spiel ist. Das ist nur nebenbei. Sie behaupten letztendlich, dass das eigentliche Spiel ist das Umbuchen vom Geldspeicher auf die Bank. Das ist ein Prozess, der stattfindet, wenn du die 2 Euro reinschmeißt. Das, was du auf dem Geldspeicher hast, den Betrag, den kannst du auszahlen direkt. Und das, was du halt auf der Bank hast, das ist quasi aktives Geld, was auch noch in Punkte umgewandelt wird, was auch wieder zur Verarsche dient, weil letztendlich 130 Punkte sind 1,30 Euro. So. Aber wenn da 1,30 Euro steht, haben die Spielautomatenbetreiber die Angst, dass es eher im Kopf irgendwie was auslöst, dass man eher begreift, oh scheiße, wir verzocken gerade hier richtig viel Kohle und deswegen wird es einfach auf Punkte umgewandelt. Dass der Spieler wirklich in seiner virtuellen Welt, wo er mit realem Geld investiert und bezahlt, denken könnte, dass es ja hier gar nicht um reales Geld geht, sondern nur um Punkte. Ja? Auch wieder so eine Sache, die ich jetzt nicht so ganz verstehen kann. Aber okay, da scheinen ja Experten hinter zu sitzen, die das alles bis ins kleinste Detail analysiert haben. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass das schon seinen Hand und Fuß hat, warum die das halt mit diesen Punkten machen. Safety first wahrscheinlich. Kein Risiko eingehen, wirklich das Maximalste versuchen, um die jeweiligen Personen halt ja vorzutäuschen. Aber dass jetzt dem Spieler vorgegaukelt wird oder der Politik vorgegaukelt wird, dass das eigentliche Spiel gar nicht Sinn und Zweck
des Besuches in Automaten ist, sondern dass quasi die Leute in die Spielhallen gehen, um quasi dieses Umbuchen von links nach rechts und von rechts nach links, dass das quasi das Spiel wäre, ja? Das ist so geisteskrank. Jetzt habe ich einen Erfolg, nämlich 10. 10 Cent, das ist natürlich ein Erfolg. In der Spielverordnung, aber auch in der sogenannten technischen Richtlinie wird ganz klar davon gesprochen, dass was sozusagen in diesem Unterhaltungsbereich steht, dass darauf die Spielverordnung keinen Einfluss hat. Also die drehenden Walzen, meinst du? Die drehenden Walzen. Die sind nicht das Spiel. Die sind im klassischen oder im Sinne der Spielverordnung nicht das Spiel. Suchtexperten werfen den Automatenherstellern vor, sie hätten die Vorgaben in ihrem Sinne umgedeutet. Es ist schon Also es ist auch interessant, wie diese Reportage aufgebaut ist. Also am Anfang sagen sie ja auch bewusst, dass die Politik erkannt hat, dass es so, wie es aktuell ist, nicht weitergehen kann und dass die Spielindustrie die Politik an der Nase herumführt und deswegen klare Verordnungen geschaffen wurden, damit man eben nicht wieder an der Nase herumgeführt werden kann. Und jetzt, direkt im nächsten Schritt, sehen wir ganz klar, dass ja wieder offensichtlich an der Nase herumgeführt wird, aber es wird trotzdem zugelassen. Also es ist ein Widerspruch in sich gekehrt. Das, was ich daraus ziehe, bevor jetzt der Experte spricht, ich als 10-jähriges Opfer meiner selbst, wegen dem Spielcasino, wenn es das Spielcasino nicht gegeben hätte, wäre ich irgendeiner anderen Sucht verfallen, bin ich hundertprozentig von überzeugt, denn wenn du etwas unterdrückst und Probleme in dir sind, diese Probleme können schwer mit dir selbst kommunizieren, dann ist es oftmals so, dass du in eine Sucht verfällst, die dir dann irgendwann helfen kann, dein eigentliches Problem zu erkennen, beziehungsweise dann dieses Suchtproblem so groß wird, dass du dir Hilfe suchst und in dieser hilfesuchenden Maßnahme, ob du jetzt in eine stationäre Therapie gehst, ob du zu einem Psychologen, zu einem Psychiater, zu einem Heiler, zu einem Lebensberater, wo auch immer du hingehen möchtest, gehst und dann halt deine Geschichte dieser Person erzählst und er dann sich ein Bild von dir macht und dann halt schaut, okay, woran könnte das liegen, dass du in dieser Sucht gefangen bist? Weil die Sucht an sich ist nicht die Ursache deines Problems. Die Sucht an sich ist das Problem, was sich aus der unbearbeiteten Ursache erschaffen hat. Dementsprechend finde die Ursache, bearbeite die Ursache und die Sucht, das Problem, verschwindet von selbst. Absurd, muss man sagen, dass ein Umbuchungsprozess von Geld in Punkte bzw. Bankwerte als Spiel deklariert wird, ja, während das eigentliche Spielgeschehen völlig ungeprüft auf einer ganz anderen Ebene abläuft. So gesehen ist doch der Suchtfaktor nicht geringer geworden von diesen Maschinen. Ob es dort bei diesen Spielen ein Suchtfaktor ist, das vermag ich nicht zu sagen. Wie geil der Typ ist einfach. Nicht geringer geworden. Vor allem jetzt die Reaktion nach dem Reporter, der kritisch diese Frage stellt. Er weiß, also der Gausemann-Mitarbeiter weiß ja, dass der Reporter völlig recht hat. Aber er muss ja quasi hinter seiner Firma stehen und dementsprechend, man sieht in seiner Körperhaltung, die dann sofort impulsiv agiert. In diesen Maschinen. Ob es dort bei diesen Spielen ein Suchtfaktor ist, das vermag ich nicht zu sagen. SPD-Mann Daniel Buchholz hat an der aktuellen Verordnung mitgearbeitet und fühlt sich von der Industrie ausgetrickst. Wir erleben tatsächlich eigentlich eine Nicht-Umsetzung dessen, was wir als Bundesgesetzgeber und über Vorgaben auch definiert haben. Für mich grenzt das an kriminelle Energie, wie hier damit umgegangen wird. Wenn immer wieder die Grenzen und überschritten werden und Lücken gesucht werden, um genau das zu umgehen, und darum geht's, dann ist es keine glaubwürdige und ehrliche Politik von Seiten der Automatenwirtschaft. Dennoch wurden die neuen Automaten... Man muss hier ganz klar sagen, wenn ich Automaten herstelle und ja möchte, dass die Menschen süchtig werden, dass die Menschen immer weiter ihr Geld verzocken, damit ich immer noch reicher werde, wegen den Süchten der Menschen, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Tabakindustrie oder die Alkoholindustrie jetzt wirklich
denen ist das doch scheißegal, was die Menschen mit diesen Substanzen machen. Die wollen doch am Ende des Tages einfach nur Kohle verdienen. Und wenn du süchtig bist, also regelmäßig konsumieren musst oder willst oder wie auch immer, ist es doch umso besser für die jeweiligen Hersteller. Denen ist das doch scheißegal, was mit den individuellen Menschen passiert. Also kannst doch nicht... Also man kann doch jetzt nicht dem Automatenhersteller einen Vorwurf machen. Das ist doch ganz klar die Politik, die so ausgelegt werden muss, dass das einfach nicht mehr funktionieren kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Politik ja auch Interesse daran hat, dass die Menschen süchtig werden. Weil die ja mit daran verdienen. Wegen der ganzen Spielsteuern, die ja mitverdienen, gerade wegen diesen Spielautomaten. Also das ist so ein Tobabo. Ja? Es ist so ein gegenseitiges Verarschen, dass am Ende des Tages sich nichts verändert, alle weiter zufrieden sind, aber natürlich in der Öffentlichkeit immer gesagt werden muss, oh, es ist so schlimm. Durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB zugelassen. Wie kann das sein? Ja. Die Antwort der PTB. Bei der Bauartzulassung handelt es sich um eine physikalisch-technische Prüfung. Vorgaben zur Ausprägung des weiteren Spielgeschehens, insbesondere zu Spielanreizen, sind generell nicht Gegenstand der Spielverordnung. Die Bundesanstalt hat also kein Problem mit den neuen Automaten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie haben eine ähnliche Rolle wie das Kraftfahrtbundesamt, das bei den Dieselautos auch nicht genau hingeschaut hat und eher kungelt mit der Industrie, mit den Konzernen. Das darf und soll eigentlich nicht so sein. Spielerinnen und Spieler, die an diesen Geldspielgeräten ein Suchtverhalten entwickelt und viel Geld verloren haben, sollten die PTB für diese Genehmigungspraxis zur Verantwortung ziehen und Schadensersatz fordern. So ein Bullshit. Letztendlich sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen, denn die Spielcasinos zwingen einem ja nicht das Spielen auf oder sie zwingen ja nicht den Konsumenten, wie ich es damals auch war, ins Spielcasino zu gehen. Das machen wir ja selbst. So, und jetzt den Schuldigen wieder im Außen zu suchen, ja, ist in unserer unbewussten Welt, machen wir das ja öfters, aber letztendlich, es sind wir immer selber schuld. Und wir sollten nicht im Außen jemanden dann versuchen zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern wir sollten das, gerade das nehmen, um an uns selbst zu arbeiten, uns extern Hilfe zu suchen, denn du kommst aus einer Spielsucht nicht raus, wenn du immer anderen Leuten für dein eigenes Fehlverhalten die Schuld geben möchtest, der Regierung, den Automatenherstellern. Die sind nicht schuld, du bist selber schuld. Weil irgendetwas in dir bearbeitet werden möchte und sich eben gerade dann, in deinem Fall, das Spielen, was dann zur Routine wird, was dann zur Sucht führt, weil dein Problem ja nicht gelöst ist und solange quasi dein Problem immer nach etwas schreit. Bei mir war es halt dieses, ich konnte keine Schwäche zeigen, ich konnte als Mann nicht weinen. Und diese Emotionen wollten ja trotzdem irgendwie raus. Und in dem Falle haben sich dann meine Emotionen auf die Spielautomaten eingestellt. In Form von, dass ich dann meine Wut, meinen Frust dann ernsthaft auf die Spielautomaten übertragen konnte. Und wenn die Automaten mir etwas gegeben haben, also ich gewonnen habe, war ich glücklich und habe gedacht, boah, krass. Jetzt habe ich irgendwie verstanden, wie ich die Tasten richtig drücke und so. Jetzt habe ich die Automaten ausgetrickst, obwohl das ein ganz normales Computerprogramm ist. Was man nicht austricksen kann, was, wenn da Bugs entstehen, die immer ganz, ganz schnell wieder gefixt werden, weil da ja viel Kohle dann flöten geht von den Leuten, die die Automaten dort aufstellen. Mich würde mega mal interessieren, wie ihr darüber denkt, wie ihr die Reportage fandet und was ihr für eigene Erfahrungen mit dem Spielen gemacht habt. Gerne als Kommentar. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat, in dem Sinne. Haut rein, macht's gut, euer Life-Coach Dennis Christian Bartke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.